Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von Europa Universalis 4. Und ja, wir sind wieder drin, warten darauf, wenn wir die Zeit laufen lassen, dass Orléans zur Annexion zu Frankreich gehört. Ja, schwere Geburt. Okay, da müssen wir zusehen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Es wird laufen, oder es läuft, sagen wir es mal so, es wird laufen, ne? Genau, alles klar. Es läuft und wir werden mal ein bisschen mehr, glaub, reinzoomen, dann sieht das ein bisschen besser aus. Geschenk an den Staat. Gute Regierung bitten den Adligen und Geschäftsleute des Reiches manchmal um Spenden für die Reichskasse, entweder aus purem Patriotismus oder im Austausch gegen Verkauf bzw. Übertragung von Ehrentiteln und Positionen. In die Schatzkammer stecken oder Prestige erhalten. Prestige war hier oben, ne? Wo ist es denn? Ich glaube, wir können ein bisschen Prestige gebrauchen. Geld kriegen wir schon so noch zusammen, denke ich. Vatikan fordert schon wieder Militärzugang und ich habe es doch letztes Mal schon abgelehnt. So, wie viel haben wir? 95%, das muss gleich vonstatten gehen. Das kann nicht mehr lange dauern. Machen wir das mal außer Mitte raus, weil vielleicht in der Mitte ein Fenster aufgeht. Wie lange braucht er? Steht das dabei? Wahrscheinlich 600 Tage, dann hat er es geschafft. Und da kommt wieder irgendwas. Aragon, das ist da unten irgendwo. Ich möchte aber jetzt erst das sehen, dass das hier passiert. Kommt noch nicht. Aragon. Das ist hier. Tja. Ich lehne das mal erstmal ab. Man soll seine Nachbarn nicht so verwöhnen. Ne? So, jetzt ist hier 100% eigentlich schon angezeigt. Passiert noch nichts. 100% haben wir doch schon. 620 vielleicht? Ne, 600 ist eigentlich die passende Zeit für das Ganze, oder? Komisch, dass es jetzt noch nicht klappt. Was haben wir hier? Provinzverbesserung. Ah, da ist es passend farbig. Annektierte Untertanen bis 10. Juni 1464. Okay. Ja, klar. So, das haben wir geschafft. Das heißt, wir haben unser Kernland. Ist das eine Kernprovinz oder müssen wir es dann noch zumachen? Sieht alles gut aus, ne? Provinzgeschichte. Steht da jetzt nicht so wirklich, wo ich das lesen kann, weiß ich gerade auch nicht. So, wir haben einen zweiten Freien hier. Tja, was sollte der tun? Das war ja Armagnac. Und das gehört auch dazu. Jetzt sollten wir es ganz einfach zuschauen, dass wir das ihn dahin schicken, ne? Nee, das war falsch. Beziehungsaktion? Beziehungen verbessern. Wie sind denn unsere Beziehungen? Können wir erstmal verbessern.
Genau, machen wir. Dann können wir das gleiche hier machen, ne? Wir mussten, glaube ich, 190 hier haben, um das zu können, ne? Na, jetzt sag mal, wo das ist. Einfluss. Ach, Annexion abbrechen können. Ah, das ist wohl so, dass das beides dann... Dann werden die Beziehungen ja... Okay, dann können wir uns das schenken, denke ich. Dann gucken wir, wo wir was anderes hinkriegen. Wer ist das? Gascogna, Bordeaux. Gehört zur Provence. Die ist hier. Gehört das auch zur Provence? Farblich ein bisschen anders, oder? Das gehört noch zur Provence und das wahrscheinlich auch. Ja. Das heißt, wir sollten den Spaß mit der Provence vielleicht besser machen. Verzierung verbessern geht noch nicht mal. Ach so, weil wir keinen Diplomaten frei haben. Dann müssen wir das da beenden. Ja, und dann müssen wir kurz Zeit warten, bis der wieder da ist. 2 Tage dauert das noch. Und jetzt ist er frei. Und dann können wir die Beziehung da verbessern. Dann hat er einen so großartigen Schritt geführt. Ja, schön. Ja, wollen wir, das ist klar, soll er mal tun. Damit wir das auch noch hinkriegen. Ich war jetzt von überzeugt, dass dieses Land nur annektiert wird und nicht gleich beide. Aber ist nicht schlimm, das läuft ja. Das kriegen wir dann schon hin. So, gucken wir doch mal rein. Was haben wir hier überhaupt alles so mit dem Handel? Hier gibt's Tuch. 3. Da gibt's auch Tuch, ist auch der aktuelle Preis 3. Ist das noch ein, oh, das ist noch ein Land mehr und das hat Getreide, ne? Ja. Hier haben wir, oh, Wein. Der aktuelle Preis ist 2. Das war Tuch mit 3. Hier haben wir auch Getreide, das gehörte zu dem oberen, naja. Das ist auch Getreide, da ist Tuch. Da ist nochmal Wein. Wohl Tuch hat was Besonderes, und zwar Salz. Aber ist auch nur 2 wert. Das ist Getreide, das war Wein, das hatten wir schon. Was haben wir hier? Oh, hier ist was Schickes. Eisen. Kardinal, Richtlinie des Kardinals für Stimmen den Adel. Okay, der macht irgendwie Mist. Der Minister weist uns den Weg in die Zukunft. Hm. 15 adlige Regimenter erheben sich in Koks. Quarks. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Oh, der wird eine Administration wird entfernt aus Frankreich. Berry wird nicht mehr Kardinalsitz. Das ist noch wieder was, ne? Da ist der Kardinalsitz, wenn. Aber 50 adlige Regimenter erheben sich in Co. Wo ist denn das? Da oben. Nee, das will ich nicht. Verlieren wir das? Interessiert mich eher nicht. Okay, er wird Frankreich gegenüber loyal. Gut, wir arbeiten weiter daran. Und daran arbeiten wir auch weiter. Wir waren bei den Tüchern, Getreide und beim Eisen, was hier war, genau. Was haben wir hier? Wein. In diesem Land gibt es auch Wein. Hier gibt es auch Wein. Dort gibt es wieder Tuch. Hier ist Wolle. Tatsächlich, 2,50. Und hier haben wir Getreide. Da ist Wein für die Provence. Und da ist nochmal Eisen. Hier war Tuch und dort war Tuch.
Und dieses Wein. Zwei Weinfelder bei der Provence und zwei Tuchfelder. Die Auvergne hat nochmal Eisen. Das wäre schon interessant, ne? Und dieses auch. Bourbon. Die gehören nicht zu uns. Das ist Burgund. Das sind die Bösen. Was haben wir hier noch? Provence. Okay, die Provence ist natürlich richtig wertvoll in dem Sinne, weil es viele Ländereien sind. Automatisch speichern drinne. Ja. Da ist erstmal alles gut. Wo wollte ich gucken? Ich wollte hier gucken. Das ist uns klar. Schiffe war auch klar. Hier hatten wir das gemacht. Oh, Krieg. Eroberung als ihren Kriegsgrund. Machen wir gerade hier eine Pause. Okay. Ja, dann müssen wir das wohl hinnehmen, ne? Tja, okay. Das ist ja richtig doof, ne? Gerade so. Da oben stehen die Truppen, hier stehen unsere. Da stehen auch noch Truppen. Dann sollten wir vielleicht gucken, dass wir diese Truppen nach da ziehen. Und gucken, ob wir dann hier nicht in diese Richtung uns ausbreiten können. Na, ich glaube, wir machen mal nicht den ersten Schritt. Das lassen wir mal von denen machen. Habe ich irgendwo was übersehen von denen? Nicht, dass da nachher noch, ne, mehr kommen. Aber es sieht nicht so aus. Lassen wir mal langsam weiterlaufen, was passiert. Ob die zu uns kommen oder nicht. Die laufen schon, ne? Oder? Ja. Okay, Truppenbewegungen sind da und ich glaube... das sieht aber nicht gut aus. Das heißt, wir müssen da mal hinterher. Und da gehen wir auch hinterher. Das sind dann 22, wären weniger wie das. Das wäre nicht gut, aber... die marschieren schon weiter und dann gehen wir da rein. Und die sammeln sich. Das ist nicht gut. Die Schlacht von Land's End ist vorbei. Wo ist das denn gewesen, bitteschön? Go to. Schade, da waren wohl Schiffe von uns und die sind dann geentert worden. Haben wir jetzt nicht so im Blick gehabt, ne? Das ist nicht gut. Die kommen auf jeden Fall dahin. Dann gucken wir uns das gerade weiter an, oder? Mal schauen, wie das ausgeht. Wir haben dann allerdings nur 33. Das ist nicht gut. Komm schon, rückt auf. Die Schlacht von La Bourde. Verloren. Sieht gerade nicht so gut aus, ne? Irgendwie müssen wir doch unsere Verbündeten dazu kriegen. Warum machen die nichts? Okay, hier unten wird auch gekämpft. Da sieht es gerade auch nicht gut aus. Die sind uns in den Rücken gefallen. Das haben wir uns gerade gemerkt.
Und ich glaube, die Schlacht geht verloren dann, oder? Müssen wir mal angucken, 27:31. Obwohl, die halten sich gar nicht so schlecht, ne? Und da kommen noch aus der Provence, glaube ich, welche, die könnten uns vielleicht unterstützen. Das wäre sehr wichtig, dass das klappt. Das sind sogar 8 Einheiten. Unsere Vasallen sind auf der einen Seite stark dabei. Ja, die sind, glaube ich, angekommen. Das ist gut. Jetzt haben wir die Übermacht. Und Burgund wird dieses dann vielleicht verlieren. Wunderbar. Gewonnen. Cool. Gut, prima. Den Feind in die Flucht geschlagen. Okay, aber ich würde sagen, an dieser Stelle soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.